Moin zusammen und willkommen beim neuen Video hier bei Schwungvoll. Ja, und hinter mir, da steht ein ID.Buzz. Ja, ich habe die Möglichkeit bekommen, mit dem Camouflage ID.Buzz, das ist ein Vorserienfahrzeug, mal ein bisschen hier durch Berliner Stadt und Umland zu fahren. Wir fahren auch ein bisschen auf die Autobahn rauf. Ich will ein bisschen gucken, Reichweite, Verbrauch, Ladegeschwindigkeit im besten Falle. Dazu müssen wir die Karre mal richtig leer fahren, weil der Akku ist doch recht voll, aber ich habe Zeit und wenn es nachher dunkel ist, ist egal, ihr seht trotzdem die Bilder. Also, bleibt dran, nach dem Intro und nach dem Carporn, der dazugehört, geht's sofort los. So, ich bin jetzt gefahren, 18 Kilometer durch die Stadt bei einem schönen Berufsverkehrstempo von 24 km/h. Das Ganze gibt dann einen Verbrauch von 21 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Hier seht ihr es. War eine Dreiviertelstunde unterwegs. State of Charge 81%, 264 Kilometer. Hier ist der 77 Kilowattstunden Akku verbaut, sprich brutto 82 Kilowattstunden. Und dafür sind 264 Kilometer bei 81% gar nicht schlecht. Ich kann euch sagen, mein ID.3 hat tatsächlich aktuell ein bisschen weniger, aber ich fahre auch nur Autobahn mit dem Fahrzeug. Autobahn ist das Stichwort, da geht es nämlich jetzt hin. Jetzt möchte ich mal wissen, inwiefern der Verbrauch natürlich auf der Autobahn ansteigt. Das wäre ganz interessant zu wissen. Und ja, das müssen wir gucken, der Abend kann länger werden. Mal sehen, wie weit wir den runterfahren können, weil es wäre natürlich interessant zu gucken, was er dann an Maximum Peak Richtung Ladegeschwindigkeit bringt. Der ID.Buzz soll ja tatsächlich bis zu 170 kW Ladegeschwindigkeit bringen. Mein ID.3 zum Vergleich mit 58 Kilowattstunden Akku liegt bei 100. Die ID.3s mit dem großen Akku liegen schon mal bei 130. Und ja, da müssen wir jetzt einfach mal gucken, sehen wir nur 170 oder was sehen wir? Also ich bin da wirklich ganz, ganz, ganz gespannt. Und ja, kommt einfach mit, weiter geht's. ID.Buzz im freier Wildbahn. So, eins machen wir jetzt nochmal. Ich befinde mich hier auf einem Parkplatz und dort ist es natürlich interessant zu sehen, wie wendig der ID.Buzz ist. Und ihr seht das hier gerade mal. Das sind. Also 11 Meter, ne? 11 Meter, das ist nicht viel mehr als ein ID.3 hat, bei dem langen Radstand. Der ist richtig wendig. Also ihr habt das gerade gesehen, ich stand in der Mitte, er ist um mich rumgefahren. Und also da muss man schon sagen, für die Stadt ist die Karre absolut geeignet, weil er eben Nutzwert hat, aber auch einen megamäßigen Wendekreis. Übrigens, einige von euch haben sich gefragt, beim ID.Buzz, ist es denn da auch so? Und ja, es ist genauso. Auch der hat hier hinter der Felge, sieht man das, die Trommelbremse. Da setzt VW konsequent drauf bei der MEB-Baureihe, eben weil es wartungsärmer ist und die Bremsleistung in erster Linie über den Akku auch, über den E-Motor natürlich erfolgt. Und somit ist es mit einer Trommelbremse an der Hinterachse völlig ausreichend. Vorne natürlich große Scheibenbremsen. Aber ich kann euch auch sagen, aus meinem ID.3 heraus, ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass das Fahrzeug schlecht bremst. So, aktuell 1 Stunde 16 unterwegs, 48 Kilometer gefahren, Geschwindigkeit steigt auf gnadenlose 39 km/h, Verbrauch bei 27,6 Kilowattstunden. Wir sind jetzt Autobahn gefahren, sind aktuell runter auf 68%, hat immer noch 200 Kilometer. Kinders, ich glaube ganz ehrlich, das dauert heute noch ein bisschen und ich glaube, das wird gleich dunkel werden, wenn wir hier fertig sind. We'll be right back.
So, jetzt ein bisschen lauter hier im Auto. Wir sind bei einem Durchschnittsverbrauch von 30,9 Grad. Aktuell oben seht ihr, wie es immer wackelt, 34, 35 und weiter, weil wir fahren Höchstgeschwindigkeit. Der ID. Buzz hat ja 145 km/h, das ist hier im Display dann mit 148 km/h. 50% Akku jetzt ganz genau, das heißt Reichweite 137 Kilometer nur noch. Wir kommen also langsam ans Ziel, dass wir auch wieder umdrehen können, dann zurück und dann an den HPC mal gucken, wie hoch die Ladegeschwindigkeit sein wird. So, aktueller Status, 32,5 Kilowattstunden auf 100. Jetzt ist hier wieder 130 erlaubt. Ihr seht, im Akku 26%, 57 Kilometer. Bis zum Ziel sind es ungefähr 40 Kilometer. Kommen wir also mit 17 Kilometer Rest an und damit sollte der SOC so weit unten sein, dass wir die maximale Ladegeschwindigkeit bekommen. Ja, ich bin ganz gespannt, was dabei rauskommt. Übrigens mal ganz kurz, das muss ich noch mal eben erwähnen, weil ich es gerade wieder merke. Es ist mega bequem hier mit der zweiten Armablage hier im Bus. Also man sitzt hier wirklich wie in so einem Chefsessel. Ich finde das echt cool zum Reisen und wir sind jetzt ja wirklich schon 2 Stunden unterwegs und da kann man schon von Reisen reden. Jetzt noch 50 Kilometer Rest im Akku, 22% und bis zum Ziel sind 32, also 18 Kilometer am Ziel, das ist völlig okay. So, wir stehen bei 31,5, sind 2 Stunden 17 unterwegs. Der Akku ist runtergegangen jetzt auf 10% und wir haben noch 4 Kilometer bis zur Ladesäule. Ich habe ja gesagt 10%, ich war bei 7, aber es werden wohl ein bisschen mehr, 8-9%. So, Punktlandung. 9% noch im Akku und jetzt gucken wir uns mal eben die Verbräuche an. Also Stadt, Autobahn, ordentlich geschrubbt, 171 Kilometer sind es jetzt gewesen, 31,3 Kilowattstunden auf 100 und wir haben noch 25 im Akku. Ja, das sind dann in Summe also ungefähr 200 Kilometer. Was hatten wir denn? 84% oder so waren das, ne? Egal. Jetzt kommt es nämlich darauf an, dass wir gucken, mit wie viel kW lädt er denn. Und das machen wir jetzt. So, laden. Mit meiner WeCharger-Ladekarte natürlich. Und beim ID. Buzz war ja immer die Diskussion mit dem hinten rechts Ladeport. Das gucken wir uns jetzt mal an, ob das alles so passt. CCS-Stecker abgezogen. Rein damit. So, da ist er drin. Und einmal hier vorhalten. Und den richtigen Port auswählen. So, und los geht die wilde Luzi. 9% sagt er hier auch. Und jetzt gucken wir mal, mit wie viel kW er da gleich reingeht. So, Ladeleistung kommt. Bis 100% sagt er 30 Minuten. Das machen wir nur Anfänger. Wir laden höchstens bis 80. Und jetzt steigt er hier unten an. Seht ihr da unten? 65, 72, 79, 87. So. Oh, da wird er. Seht ihr? 90 kW zeigt er nur an. Ladespannung liegt bei knapp 350. Aber wie gesagt, ich sage euch das immer wieder, jetzt geht er wieder hoch, 103, 110, 125, schön, also 130 kriegt er auf jeden Fall, 132, 138, jawoll, mal sehen, was wir noch rauskriegen. Oh Mann, jetzt versaust du es doch nicht hier. Jetzt hier im kleinen Display, ja, knappe 140 kW aktuell. Übrigens, ich werde nicht müßig, das zu erwähnen. Die Schiebetür bei angesteckten Ladekabel geht natürlich noch auf und haut nicht gegen die Ladeklappe gegen. Da ist Luft dazwischen, ja. Also für die Leute, die immer denken, ja, die sind genauso bescheuert wie der PSA-Konzern. Nee, sind sie nicht. Die haben darüber nachgedacht und deswegen geht das hier beim Buzz nämlich, dass man ohne Probleme laden kann und auch Schiebetüren öffnen kann. So, nochmal ein kurzer Blick hier drauf. Er pendelt sich tatsächlich bei 140 kW, also 138,6 kW ein.
Gut, okay, also, das ist mein kurzer Eindruck hier zum ID.Buzz, zum Camouflage-Buzz. Er fährt sich super wendig. Man merkt schon, er ist nicht so gierig am Gas, wie es ein ID.3 ist. Dafür wiegt das Ding einfach nochmal ordentlich ein paar Kilos mehr. 204 PS mit Heckantrieb, genau wie der ID.3. Akku ist natürlich auch größer, das heißt, er hat ja auch hier den 77 Kilowattstunden netto. Meiner hat ja 58 drinne. Verbrauch auf der Autobahn und im Stadt richtig getreten, da wo ging, auch Maximum Tempo gefahren, ist dann am Ende ja bei etwas über 30 Kilowattstunden auf 100 Kilometer geblieben. Und somit finde ich, bei der Aerodynamik, die das Fahrzeug hat, und da sagt ja ein jeder immer, das hier ist eine fahrende Schrankwand, finde ich das doch eigentlich sehr cool. Und ja, ich freue mich auf die Serienfahrzeuge, die dann demnächst hier hoffentlich im Straßenbild zu sehen sind. Ab Mai ist die Bestellfreigabe und dann könnt ihr, ja, ich denke mal, mit einer ersten Auslieferung rechnen. So, wir haben bei 77% immer noch eine Ladegeschwindigkeit von 86 kW, also knapp 87, wie ihr seht. Ja, finde ich eigentlich ganz ordentlich. Wir wollten ja bis 80% laden, das ziehen wir jetzt nochmal durch, die 3%. Aber er schafft es nicht ganz in 30 Minuten, haben aber auch Temperaturen von 10 Grad oder jetzt nur noch 8 oder 7 Grad. Und wir haben bei 9% angefangen und nicht bei 10%. Aber ungefähr 30 Minuten von 10 auf 80 schafft er. Ungefähr. Wenn alles ideal läuft. Und wenn er die maximale Ladeleistung hätte, die hat er ja. Er hat ja nur 140 kW gehabt, ne? Aber trotzdem, das geht. Das geht. Und das ist ein großer Akku, ne? Und er ist fertig. Wir haben ihn ja auf 80% gestellt und das sind die Daten. Also 80%, 55 Kilowattstunden geladen und das Ganze in 31,27. Wir haben von 9 auf 80% geladen und damit können wir das Ganze jetzt hier rausnehmen. Dann zurückhängen. So. Deckel drauf. Und dann haben wir es und jetzt geht's wieder zurück. Kleines Finish noch und ja, bis später. So, bevor es jetzt wieder losgeht, wir haben in knapp 31 Minuten jetzt 55 Kilowattstunden geladen. Das war der Verbrauch ab Start, sind 2,25 gefahren, 31,3 Kilowattstunden auf 100 haben wir verbraucht. Da war Autobahn mit Volldampf natürlich dabei. Und Stadtverkehr, deswegen seht ihr die Durchschnittsgeschwindigkeit von 71 km/h, sind 170 km gefahren, haben jetzt 80% im Akku drin, das sind 222 km. Und ja, das so viel erstmal zum, und das muss man sagen, Vorserienmodell des ID.Buzz, was Ladegeschwindigkeit angeht, was Reichweite angeht und natürlich auch was die Geschwindigkeit in Summe beim Laden angeht. Also wir haben jetzt gesehen, knapp 140 kW im Peak. Er soll später 170 kW bringen, die haben wir heute nicht gesehen. So, jetzt möchte mich der Bass nochmal unterhalten, will ich aber nicht. Gut, soll es gewesen sein an dieser Stelle. Also, für mich heißt es jetzt Feierabend. Das heißt es für den ID.Buzz auch. Ich freue mich drauf, wenn das Fahrzeug dann irgendwann auch auf der Straße zu sehen ist und ich dann endlich vielleicht auch das Serienmodell dann mal fahren kann. Natürlich auf meiner bevorzugten Strecke von Berlin nach Bremen und zurück. Das wäre schon ziemlich cool. Ansonsten ist es mein großes Ziel natürlich, mit dem ID.Buzz dann dementsprechend auch mal den E-Cannonball zu fahren, weil das wäre ja mega geil, wenn wir mit so einem Modell am besten genau in diesem Camouflage-Look am E-Cannonball teilnehmen können. Da arbeite ich drauf hin und ja, vielleicht sieht es gar nicht schlecht aus. Ne? Ansonsten Daumen hoch, ihr wisst das, Kanal abonnieren und dann sehen wir uns schon demnächst hier beim neuen Video bei Schwungvoll. Danke fürs Zusehen und bis bald hoffentlich.